geht mir in Börse Bern ein Eldorado für alle, die das Aussergewöhnliche gesucht haben. Hier im Eventzentrum Bern hat es nicht nur Neues gegeben, sondern hauptsächlich Raritäten und Klassiker aus früheren Jahren. Sowohl Hard- wie Software. Nicht nur das, ein richtiger Gamer braucht nicht nur Spiel, sondern auch alles drumherum wie Accessoires und Merchandising-Produkte. Und wer ein Problem mit seiner Konsole hatte oder wem sein seltenes Gerät kaputt gegangen ist, für den hat es sogar einen Reparaturservice gegeben. Gehen wir schauen. Kaum gesagt und den Kopf dreht, schon stehen die da. Was sind die für ein Charakter? Ich bin jetzt der Deadpool. Das ist ein Comicheld aus amerikanischen Comics, den ich darstelle. Und bin mit meinen Kollegen heute da, um ein bisschen Stimmung zu machen. Und ja, den Leuten ein bisschen Freude bringen. Die freuen sich immer, wenn sie ein Foto mit uns machen können und ihre Helden können treffen können. Kannst du etwas zu dieser Figur sagen? Also von Amerika, das Comicheld? Er ist sehr durchgeknallt. Das heisst, man kann sehr lustig mit den Leuten sein. Er ist sich selber bewusst, dass er ein Comicheld ist. Also er weiß, dass er nur in Comics spielt. Und das macht ihn eigentlich recht speziell. Und er hat einfach ein loses Mundwerk, macht viel Witz. Und das kommt extrem gut an bei den Leuten. Eher ein guter oder eher ein schlechter? Ursprünglich als schlechter Antiheld gedacht, ist er mittlerweile aber ein sehr kultiger, eigentlich guter Charakter und sehr humorvoll. Und was bist du für einen? Ich bin auch der Deadpool, aber die Filmversion. Und der ist eben die Comicversion und darum der Unterschied. Was ist der grosse Unterschied? Der grosse Unterschied ist die dunklere Farbe des Kostüms. Bei der Comicversion ist der Kostüm eher grösser aufgebaut. Und hat auch mehr Waffen und alles und Gegenstände und alles. Okay, du siehst aus, als würdest du eher ein bisschen für Ordnung sorgen, oder? Ja, ich mache einen Agent of S.H.I.E.L.D. Das sind quasi die Homeland Security aus den Marvel-Filmen. Okay, was ist deine Aufgabe genau? Dafür zu schauen, dass vor allem er, also die Avengers und X-Men, keinen Scheissdreck machen. Also überwachen von der Lage und blöd gesagt aufräumen. Hast du sie im Griff? Ja, ja, sie sind nett. Heute sind sie nett. Was sind die für eine Figur? Was machst du? Ich bin Loki aus Thor, einfach in weiblich. Ganz neue Kombination. Wie kommst du zu dem? Loki ist einer meiner Lieblingscharaktere und da ich ihn eigentlich nicht in männlich machen wollte, sondern weiblich, bin ich eigentlich darauf gekommen, dass ich nochmal in weiblich probieren. Hast du das selber gemacht, dein Kostüm, oder wie bist du zu dem gekommen? Die Hörner sind selber gemacht, den Rest habe ich einfach zusammengekauft aus verschiedenen Läden. Okay. Und du, was bist du für einen? Wow, Gott besser. Ant-Man aus Civil War und dem eigenen Film. Ist genau deine Aufgabe bei diesem Film? Was machst du dort? Vor allem klein werden. Klein werden und im nächsten Film wird die ziemlich gross. Das ist, ja. Und also Spoiler. Für die, die ihn noch nicht gesehen haben. Nein, ja. Fürs Gute kämpfen. Natürlich, ja. Und du bist auch etwas, oder? Ja. Scarlet Witch. Was ist das genau? Das ist eine von den Avengers seit neuem. Ja, seit neuem. Sie kämpft einfach mit dem... Ich darf nicht spoilern. Wieso hast du gerade diese Figur genommen? Weil es meine Lieblingsfigur ist. Was ist besonders liebenswert an dieser Figur? Oder wieso magst du sie? Vor allem cool finde ich ihre Kraft. Das ist wirklich... Man muss den Film schauen, sonst versteht man es nicht. Okay, kannst du mal den Film genau sagen? Wo kann man ihn sehen? Es ist Avengers 2 und Captain America Civil War. Okay, gut, danke. Das steht gerade im Bild. Du hast jetzt gerade geschaut, funktioniert es? Beleuchtung, Technik? Ja, das funktioniert alles. Inzwischen läuft er. Star Wars, hä? Genau, der BB-8 aus dem neuen Star Wars Film. Was kann er alles? Zum Beispiel kann er einfach patrouillieren, dann läuft er einfach das Zeug rum, putscht die irgendwelche Sachen, merkt sich, wo die Sachen waren. Und dann fährt er wieder zurück. Oder man kann auch einfach wie ein ferngesteuertes Auto steuern, durch das Zeug herumfahren. Er kann Gestiken nachmachen, zum Beispiel kann er nicken oder er kann den Kopf schütteln. Oder ja, sonstige lustige Bewegungen.
läuft wie im Zeug umeinander und putzt da verschiedene Sachen, also wie du quasi, oder? Ja. Was gibt es bei euch am Stand alles? Wir haben eigentlich fast alles. Also PS3, Xbox 360, und PS4 Games. PS4 bieten wir auch ein paar an. Sonstige Games, DVDs. Ja. Und ihr habt verschiedene Sachen. Was habt ihr für Kunden? Wer kauft so etwas von euch? Puh, alle möglichen. Also natürlich die Fans. Vor allem, wenn wir überhaupt etwas verkaufen. Hey, ein bisschen optimistischer. Ja. Wieso haben ihr so teure Preise oder haben ihr so rare Sachen? Ja, zum Teil haben wir wirklich Sachen, die auch den Wert einbringen. Wir haben zwar vor, die Preise dann später auch anzustellen, weil ja, wir wissen selber, dass zum Teil ist es fast unmöglich. Aber ja, also jetzt zum Beispiel bei diesem hier, der ist praktisch neu und ein Wunderwerk vor Technik, wenn ich so sagen darf. Im Laden immer noch für so 300 verfügbar. Und darum verkaufen wir ihn eigentlich so für 200, aber der wird wahrscheinlich noch auf 100 Dach gehen. Also euer Stand ist mehr so eine Kommunikationsfläche wie eine Business-Ecke? Ja, sozusagen, ja. Also wir probieren auch mit unseren Kunden ein bisschen Kontakt zu schliessen. Wir gehen freundlich mit ihnen um. Wir sagen nicht einfach so, das kostet so viel und fertig. Sondern ja, bei jedem von unseren Produkten kann man eigentlich fast etwas machen. Okay, gut, danke mal. Da sind wir beim Stefan. Stefan, was hast du bei dir gesehen? Täuscht es mich ein bisschen antik aus? Ja, es hat ziemlich antike Sachen drunter. Ja. Hauptsächlich antike Sachen, wenn ich so sagen, genau. Also wir haben hier wirklich von Sega, Master System, über Nintendo, Super Nintendo, jetzt ein bisschen weniger Super Nintendo, aber ganz viele Spiele haben wir noch. Und eigentlich unsere super Spezialität hier N64. Aber ja, hauptsächlich ein bisschen ältere Sachen, genau. Also Spezialitäten heisst auch Raritäten. Wie kommst du zu dem? Ja, kann man so sagen. Also ja, Spezialitäten, Raritäten, es kommt nicht darauf an. Also, es gibt schon genug auf dem Markt zum Beispiel, aber es ist auch mehr so ein bisschen gesucht, weil es eine Spezialedition ist. Zum Beispiel jetzt von der Pikachu-Version von N64 zum Beispiel. Ja. Wie bist du zu der gekommen? Ja, kannst du es sagen? Ich habe die mal geschenkt bekommen, wenn ich es mal so sagen darf. Ja, es war mal ein Geschenk gewesen, vor 2-3 Jahren, weil ich für einen Kollegen etwas gemacht habe. Er hat gesagt, okay, weißt du was, ich habe im Keller noch so eine alte N64, ich könnte die einfach haben. Ja. Jetzt bei deinem Stand, du hast ganz viele Sachen. Was findest du so etwas vom Seltensten, vom Interessantesten, was du hast? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Also, ich sage jetzt mal, von den seltenen Sachen ist jetzt eben zum Beispiel jetzt unabhängig von dem hier, von der Pikachu-Variante von N64 zum Beispiel. Jetzt hier Sega Master System zum Beispiel. Da haben wir das 1 und das 2. Das ist ein bisschen die älteren Systeme. Ist natürlich auch, je nachdem habe ich es auch ein bisschen gefragt, weil es einfach ja auch die Systeme sind und auf dem Markt nicht so präsent ist. Also ein bisschen weniger natürlich. Und natürlich auch Nintendo-Spiel, NES-Spiel, wie zum Beispiel jetzt Mario. Oder auch Nintendo 64-Spiel, zum Beispiel jetzt Mario Party, wo ziemlich schnell ist, verkauft war heute Morgen. Die waren sehr gesucht, gewesen, hat man gemerkt. Und auch Game Boy, die alten, die sind auch sehr gesucht. Die haben wir auch ziemlich schnell verkauft gehabt. Also dem war es so ein bisschen das Highlight gewesen, ja, genau. Eben, du hast ja eher so ein bisschen ältere Sachen. Wer kauft denn das? Sind das auch jüngere Kunden von dir? Oder sind das auch eher so gesetzte? Vom alten Durchschnitt würde ich sagen, eher so die Älteren, habe ich jetzt gemerkt. Es hat so zwei, drei Herren gehabt, die recht viel eingekauft haben. Also die sind wirklich, die haben das Spiegel gemacht, ja, von dem. Machen wir einen guten Preis für alles. Und es hat schon ein paar Jüngere gehabt, die aber mehr so auf das Spiel raus waren. Also wirklich mehr so Nintendo-Spiel zum Beispiel und auch Gameboy-Spiel war sehr gefragt gewesen, je nachdem. Aber es ist schon, sag jetzt mal, vom alten Durchschnitt ist es schon mehr eine höhere Klasse gewesen, ja. Jetzt, vielleicht sind ja nicht gerade alle Leute hier an der Gaming-Börse.
Verkaufst du das auch über das Internet oder über, wo kann man das sonst noch haben? Ja, also zwischendurch tue ich etwas ins Ricardo rein. Aber ja, eigentlich nicht gross. Also, kommt nicht darauf an, was. Jetzt zum Beispiel jetzt, so das Spiel, die etwas spezieller sind, die tue ich schon ins Ricardo und die rentieren auch. Aber es sind zum Teil so Gameboy-Spiele, die nicht so gesucht sind. Und die für 2-3 Franken zu verkaufen, ja, wo das Porto schon teurer ist in dem Sinne, bringt es eigentlich nicht. Und darum ist solche Veranstaltungen wie natürlich super. Kann man wirklich das Ganze mitnehmen, hat man eine bessere Chance, sagen wir mal, einen guten Preis zu bekommen für das Ganze. Ja. Super, danke vielmals. Ja. Ja. Ihr habt nicht nur Spiele, ihr habt ja auch Merchandising. Genau. Also wir tun das, was es begleitet, natürlich für grosse Fans, gibt es anbieten an unserem Stand. Was gibt es bei euch alles? Das fährt von Pikachu über Game of Thrones zu verschiedensten, bis zum Fur Baka zum Beispiel. Also du findest aus jedem Genre eigentlich ein bisschen etwas. Wo hast du deine Ware her? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also zum Teil wirklich aus China, Japan importiert, aus Amerika, aber auch von England, weil dort hast du sehr viele Merch-Produzenten. Das klingt alles sehr professionell. Machst du das auch professionell oder ist das eher Nebenerwerb? Wir machen es eigentlich so seit 10 Jahren und sind jetzt kurz davor in Luzern auf 300 Quadratmeter einen neuen Laden aufzutun. Also wir sind gerade so am Crowdfunden, um noch ein bisschen mehr Finanzen zu generieren. Und dann geht es los mit dem Frikatorium. Ja. Hast du schon einen genauen Zeitplan? Also Crowdfunding musst du ja etwas angeben, möglichst originell vielleicht noch ein Video machen. Jawohl, wir haben jetzt noch glaub, knapp 30 Tage, dann läuft es ab. Das Video und alles ist schon auf We Make It. Und am 27. August von diesem Jahr eröffnen wir den Laden, eröffnen, wenn alles gut läuft. Sehr interessantes Finanzierungsmodell. Funktioniert? Wie viel Geld brauchst du? 300 Quadratmeter? Das ist noch viel. He? Ja, wir bringen natürlich ein bisschen Eigenkapital schon ein und machen das halt auch schon ein paar Jahre. Und durch das hat sich ein bisschen angesammelt. Und auf der anderen Seite jetzt sind wir knapp bei der Hälfte und haben noch 30 Tage zur Verfügung. Also, es sollte schaffbar sein. Vor allem, weil ich ja von dir die nächste Summen einzahlt bekommen. Wie viel kann man einzahlen? Ist es gestückelt? 20 Franken? 100? Und was gibt es für eine Gegenleistung? Also der kleinste Betrag ist 10 Franken. Dort kommst du natürlich einen Gratis-Hack über und unsere ewige Dankbarkeit. Die höchste Summe ist glaube ich irgendwo bei 2000 Franken. Und dann darfst du uns schon mal auf einen Ferientrip begleiten. Und alle Zwischenbeträge haben wir möglichst fair gemacht. Das heisst, das Geld, das du einsetzt, kommt sozusagen als Gutschein wieder zurück über. Und dann gibt es noch ein paar abenteuerliche Angebote, wie begleiten uns aufs Whisky-Schiff. Das ist halt ab 18 natürlich. Oder du bist bei uns zum Grillen eingeladen. Also gibt einiges zur Auswahl. Bestimmt für jedes Herz etwas. Jetzt hast du da verschiedene Sachen. Kannst du auch noch etwas dazu sagen? Ja, das fängt an von einem Dr. Who, der dann eher eine Fernsehserie ist, die seit 1963 gefangen läuft. Assassin's Creed, das muss man immer... Also eine Legende von der Science-Fiction quasi? Ist das? Sagen, ja, es ist eigentlich die erste Serie, die in diesem Genre so lange schon läuft und ab 2005 ja wieder neu aufgesetzt worden ist. Und der Hype, der kommt immer wieder, oder? Also das ist etwas, das ewig bleibt. Und dann halt Assassin's Creed, oder? Durch die ganze Game-Serie, wo jetzt wieder neue Figuren rausgekommen sind. Und durch erst kürzlich Superman vs. Batman ist halt auch Kobold da sicher immer noch so ein bisschen bekannt. Obwohl, das sind ein bisschen die spezielleren Serien, wo du dann Figuren hast, wo du nicht so der Batman im Normalbild gewohnt bist, sondern etwas Spezielleres ist. Wie bist du zu dem Ganzen gekommen? Einfach Freude am Gamen, Freude an den Filmen? Ja, also es ist so ein Bubentraum, gell? Und wenn so der Vater so der Gamer war und in der Entstehung von dieser ganzen Computerszene, oder? Also Atari war so die erste Konsole gewesen, und das hat sich einfach gehalten bis ins höhere Alter. Also ja, das ist schon... Dein Vater, oder? Ja, genau. Oder? Aber mit 40 immer noch voll dabei und genug Freaks und Nerds rundherum. Und das ist so ein bisschen. Wer bist du? Mein Name ist Steff Dreier, oder man nennt mich auch Dr. Zorno. Und der Partner ist der Professor Wolfenstein, der Marco Meier. Und wir sind die zwei Freaks, die den Laden für Freaks auftun. Ich meine jetzt auch vom Kostüm her. Ah, das hier ist jetzt ein bisschen spezieller. Das ist ein Vault-Kostüm vom Fallout. Das ist so ein bisschen ein postapokalyptisches Spiel. Und das ist auch die Vault-Crew, die wir eigentlich so ein bisschen sind.
sind so die Ödländer die unterwegs in der Wüste oder die ersten Teile noch in Washington und so. Also, ja. Hey, ich weiss, dass du jetzt gerade rausfliegst. Was spielst du da? Street Fighter Zero 3. Das ist ein 2D Beat'em-up aus dem 98, glaube ich. Und wahrscheinlich einer der besten Titel in der Serie. Kannst du mal schnell in die Kamera schauen? Ja. Nein, gell? Nein. Ah, die... Ja. Komm schon. Hey, du bist unheimlich gut. Also, wie schaffst du das? Ich bin entsetzlich. Ich kann nicht gut mit dem Stick kämpfen. Eigentlich. Ich bin besser mit einem Pad, aber... Die CPU ist auch ein bisschen... jetzt hat sie mich dann. Ja, jetzt hat sie mich. Also jetzt kannst du sagen, vielleicht noch genauer, was ist das genau für ein Game, ein Action-Game? Es ist ein 2D Beat'em-up, eben aus der Street Fighter-Serie. Alpha-Serie ist so ein bisschen wie ein Prequel zum Street Fighter 2. Das 3 ist wahrscheinlich eines der besten in der ganzen Serie. Eben, wie ich schon gesagt habe, ich habe es selber daheim zweimal. Also das habe ich jetzt gerade, also ich habe gesehen, es hat die anderen Titel auch drauf, aber das ist wahrscheinlich auch eines meiner Liebsten. Es ist wahrscheinlich einer eben von der zuersten besten 2D Beat'em-up-Titel, die es gibt. Also hätte ich gesagt, es ist ein riesen Raster an Charakteren, eben, wo man kennt, ein paar weniger bekannte. Und es ist einfach super zum Spielen. Wie lange spielst du schon? Wie lange geht es schon? Das Spiel ist, ich bin mir ganz sicher, ich sage jetzt 98 oder 97 rausgekommen. Arcade eben, kann vielleicht ein Jahr ändern sein. Da bist du noch nicht rausgekommen, in dem Fall. Nein, ich spiele, weiß auch nicht, ich sage, seit die 7 oder 8 bin. Ja, so, dort rum. Okay, danke mal. Verschiedene Gamer haben es vielleicht gesehen. So etwas habe ich noch nie gesehen, weil das ist nämlich etwas Spezielles. Das ist von dir. Da der ganze, ja. Was machst du genau? Also ich stelle die Tische her. Das sind so Retro-Game-Tische. Kannst du eigentlich sagen, die alten Games, die ich hier im modernen Look darstelle. Also, dass das typische Jump-and-Run-Feeling wieder vorkommt, wie du es eigentlich in den 80er- und 90er-Jahren gekannt hast. Die Basis ist irgendwie ein IKEA-Tisch und dann baust du es um. Oder wie gehst du da vor? Nein, das ist wirklich, also das ist komplett mein eigenes Design. Also ich habe das wirklich auch schützen, das ganze Design. Weil ich will es in verschiedenen Farben, oder kann es in verschiedenen Farben herstellen, in verschiedenen Formen. Und mich auch die eigenen Gamebuilder machen, auch auf das Glas suchen. Also das heisst, ich tue es wirklich von Grund auf selber designen und lasse dann selber herstellen. Also mit Wasserstrahl geschnitten als Beispiel, das ganze Material. Also, ja. Und das ist sowohl ein dekoratives Element für einen Gamer-Haushalt. Du kannst auch das Mittagessen drauf haben, oder? Aber du kannst auch spielen damit. Oder für was ist es denn? Das ist richtig. Also 90% der Kunden stellen sie in die Stube rein, einfach als Salontisch. Weil sie sagen, ja, eigentlich wird der Game-Tisch. Aber dann sieht man vielmals, ja, es hat nicht Platz irgendwie in der Stube drin. Und das sind viele Kunden, die sagen, wir nehmen doch gerade so einen Game-Tisch als Salontisch. Und das kann eigentlich beides nutzen. Und der Vorteil ist auch, du kannst mega schnell, in 45 Sekunden ist das Ding aufgebautet. Und dann kannst du drauf spielen. Und das ist genau das, was viele Kunden von mir in zwei so, ja. Was sind das für Kunden, die du da hast? Ja, ich würde sagen, so vom Alter her, würde ich sagen, so 35 bis zu 60 so dort rum. Es sind eigentlich wirklich die ganze Entwicklung von diesen Games, von diesen Retro-Games, wie eben das typische Bombjack oder Pac-Man, die das noch kennt haben und sich sagen, mal genau, das will ich wieder gamen, so wie ich es von früher her kenne. Ja. Wie finden die Kunden dich? Also gehen sie da speziell etwas im Internet ein? Oder? Das ist richtig, du findest mich unter www.grobgame.ch, das wäre eine Möglichkeit, unter Gametable Design GmbH. Und dort hier drinnen findet ihr mich auch auf der Homepage, da sieht man diverse Game-Varianten und Game-Tische, die man dann so herstellen kann. Das ist am besten, am schnellsten. So. Ja. Okay, danke. Super. Mit denen hier zu reden. Sie haben nicht Zeit gehabt. Jeder hat etwas irgendwie vollkommen zu tun gehabt. Was machen die da? Was machen die da? Die spielen Smash Bros. Das ist ein Game, also ist ein Nintendo Party Game, wo man sogar zu 8 spielen kann.
Es ist einfach ein Fighting-Game für sowohl Casual-Spieler, das heisst Spieler, die gelegentlich spielen, aber auch für die super Hardcore-Leute, wo einfach Leute, die das Spiel intensiv spielen, und zwar auf Turnieren. Da sehen Sie ein Beispiel. Ich bin halt einfach einer von denen, die das Game suchten. Und ja. Ich kann gerade sagen, die hier haben nämlich auch keine Zeit. Jetzt sind ein Bildschirm sechs Leute. Geht das überhaupt? Was machen die? Ein Bildschirm sechs Leute? Ja, man kann einfach die sechste gleichzeitig spielen auf dem Feld. Und kennen Sie das Spielprinzip? Nein, so wie meine Zuschauer auch nicht. Ach so. Kannst du es kurz erklären? Es ist so. Man spielt gegeneinander, man macht sich gegenseitig Schaden. Und je mehr Schaden man hat, desto weiter fliegt man halt raus. Und man muss halt ganz aus dem Bildschirm fliegen, damit man halt das Leben verloren hat. Also die spielen nicht miteinander, die spielen die sechs gegeneinander? Ja, genau. Alle gegeneinander. Man kann halt auch mit Items spielen. Was ich vergessen habe zu erwähnen, ist, dass in diesem Game alle bekannten Nintendo-Figuren vorkommen. Zum Beispiel halt Mario, Link, Zelda, Pikachu, Kirby und so. Mit verschiedenen Charakteren, also verschiedenen Eigenschaften oder alle jemanden gleich, ist das fair? Es ist eigentlich, jeder Charakter hat seine Einzigartigkeit. Zum Beispiel der Cloud ist der Einzige, der so einen Bar aufladen kann, sodass er stärkere Angriffe bekommt. Der Little Mac ist zum Beispiel einer, der je mehr Schaden er bekommt, desto mehr fühlt sich sein KO-Punch mit Bar auf, sodass er einen mega starken Schlag hat. Und dann gibt es halt auch noch so Kategorien. Es gibt in diesem Game einfach Characters, die können viel ausstehen. Es sind halt die schweren Gegner, zum Beispiel der Bowser, der DK, der DDD, King DDD. Das sind halt die Charakter, die viel Schaden können nehmen, aber auch viel austeilen können, aber dafür sind sie halt langsam. Kannst du einfach wählen oder wirst du einfach zugeteilt? Man kann wählen. Welchen würdest du wählen? Ich würde den Little Mac wählen, weil das halt mein Hauptcharakter ist. Mit dem gewünscht auch fast, oder? Also, ja halt. Ja. Okay, gut, danke vielmals. Kann ich das sehen? Ich tue da nur noch die rein und dann kann man schon sehen, was läuft. Oder was eben nicht läuft. Also du bist vom Reparaturdienst, oder was machst du da? Consoles for you. Klingt gut, aber was ist das genau? Ich repariere, restauriere und modifiziere Retro-Konsolen. Modifizieren, also das klingt interessant. Was versteht man darunter? Modifizieren heisst beispielsweise, dass ich das Backlight in einen Gameboy einbaue. Oder bei den alten Gameboy hat man ja früher nicht können im Dunkeln spielen. Das ist jetzt ein ungemoddeter. Ja, das haben die Eltern so wollen früher. Ja. Das war so gewesen. Damit wir unter der Decke nicht können spielen. Jetzt habe ich es überlistet, endlich. Und was ich halt sonst noch Mods mache, sind die sogenannten HDMI-Mods. HDMI-Mod heisst, wir haben eine alte Retro-Konsole und kommt eine Zusatzplatine rein, die Fähigkeit gibt mit HDMI hinten raus, mit guter Bildqualität und upscalter HD-Grafik. Also das ist quasi im Auto-Jargon, da kommt man vielleicht ein bisschen besser draus. Man macht in einen Oldtimer-Katalysator drin, zum Beispiel, oder? Dass er wieder strassentauglich ist. Ja, beispielsweise. Es geht nicht hauptsächlich um die Strassentauglichkeit, sondern das Problem ist, man hat die neuen Flatscreen-TVs, die mit dem alten Composite-Signal nicht zu Schlag kommen und selber irgendetwas machen. Und das resultiert darin, dass das Bild so schlimm wird zum Anschauen. Also, unter den Gamern sagt man manchmal, man bekommt Augenkrebs, wenn man es dran schaut. Und wenn man es so durch einen Mod hat, dann hat man wieder eine saubere Bildqualität wie auf der Röhre. Darum hast auch du eine Brille, oder? Genau, ich habe Augenkrebs bekommen. Nein! Jetzt muss man den abhelfen. Jetzt müssen wir aufhören. Jetzt der Gameboy zum Beispiel, da sieht man jetzt, der springt nicht an. Und das ist aus einem einfachen Grund. Mehrfach haben die Leute die Batterien zu lange drinnen gelassen, sodass sie ausgelaufen sind. Und die Kontakte hier geben keine galvanische Verbindung mehr, selbst wenn die Batterie zusammenhängt.
Das heisst, ich werde jetzt hier die Kontakte wechseln und dann wird der Gameboy wieder starten. Und dann kann ich weiter schauen, ob sonst noch was defekt ist. Und Ersatzteile davon hast du? Ersatzteile sind viel entstehen daraus, dass ich eben zum Beispiel jetzt so einen Gameboy bekomme. Und jetzt wechsle ich Batteriekontakte zwar, wechseln, aber geht immer noch nicht. Dann probiere ich noch und dann sehe ich, der ist nicht mehr rettbar. Dann wird er zu Ersatzteil. Das heisst, Knöpfe und alles, was man noch brauchen kann, kommt weg. Bei den sonstigen Ersatzteilen gibt es gewisse, kann man noch neu kaufen. Findet man noch im Internet. Aber auch viel muss man auch einfach sagen, ups, Gameboy verloren, kein Ersatzteil. Dann wird er beerdigt, feierlich. Nein, beerdigt wird er nicht, sondern wird in seine Einzelteile zersetzt, falls er eben irgendwo mal anders noch verwendet wird und ein zweites Leben so bekommt. Ein Organspender. Genau, das Ziel ist nicht mehr vorzuschiessen. Weil es tut mir weh, wenn ich sehe, dass das Zeug im Abfall landet. Dass jemand wirklich den Gameboy nimmt und in den Abfall schießt, weil er einen kleinen Defekt hat, den man vielleicht noch flicken kann. Also die Japaner sind ja da ganz verrückt in dieser Sache. Die tun ja quasi ihre Technik quasi als wäre es Lebewesen. Nicht nur, sie haben auch eine sehr Wegwerfgesellschaft zugleich auch. Also wenn man in Japan zum Beispiel ein Buch kauft, dann liest man das und nachher schießt man es fort. Bei uns schießt man es vorher fort. Ja, kommt drauf an, aber ein Sammler gibt's, im Stil Sammler gibt es eben nicht so. Das, was bei uns der klassische Sammler ist, das gibt es dann dort in der Kultur weniger. Also du gehst da sehr geübt mit dem Schraubenzieher um. Hast du so eine Lehre gemacht? Oder was bist du eigentlich von Beruf? Ich bin Student und habe mir das selber nebenbei als Hobby beigebracht und habe gesagt, es gibt noch keinen Reparaturdienst in der Schweiz. Es gibt auch sehr wenige Leute, die modden und vor allem wenige, die auf Auftrag modden. Da habe ich gedacht, ja, biete es mal an, schau, wie das Interesse ist. Und das Interesse ist doch recht vorhanden. Wie man jetzt hier sieht, oder? Auch eine Gameboy-Platine. Wieder klare Batteriesäure. Und das Interesse ist vorhanden und da habe ich gedacht, machst du es. Wie finden dich die Leute? Die Leute finden mich auf Facebook, sehr in den sozialen Medien, wo man hier mit dem QR kann finden kann. Modern oder auf der Webseite und via E-Mail. Und ziemlich allen Conventions. Okay, danke vielmals. Ja. Lorenz vom Game Paradies, man sieht es an deinem T-Shirt. Was ist das Game Paradies? Was muss man sich darunter vorstellen? Da gibt es eine Vielfalt. Wie in einem Paradies halt. Von sehr alt bis sehr neu alles. Also von uralten Gameboy-Spielen über Nintendo 64, Super Nintendo, Sega ist ein grosser Bereich, bis hin zu Wii U, PlayStation 4 ist alles vorhanden. Darum Game Paradies. Du machst das professionell oder nebenzu? Beruflich seit 14 Jahren. Beachtlich, ja. Wie bist du zu dem gekommen? Als Spieler und Sammler. Und irgendwann hat es nicht mehr gelangt. Und dann habe ich das dann ganz klein zu Münzigen angefangen, einen kleinen Shop aufzubauen. Und jetzt tun grösser. Was hast du für Kunden? Wer sprichst du an? Das ist auch wieder sehr verschieden. Von Kindern, die gelegentlich ein Gameboy-Spiel suchen, bis zu Sammler, Freaks, eigentlich jedes Alter. Also jedes Alter und auch neu und alte war, also bei dir kann man alles haben? Ja. Und dort alles, die ganze Palette. Ja. Hast du jetzt da besondere Rarität, irgendetwas, wo man ja, vielleicht ein bisschen speziell ist? Ja, die Gameboy-Spiele, die verpackten sind natürlich immer augenweit. Oder die Nintendo 64-Spiele, irgendein Zelda für ein Super Nintendo, das ist natürlich... Das ist etwas, das immer ein Augenweide ist. Oder dann, sagen wir, verschweißte Spiele, die noch mit neuer Folie sind, ganz fabrikneu. Das ist dann wirklich selten und kostet dementsprechend auch etwas. Was kostet das jetzt zum Beispiel? Das kostet jetzt zum Beispiel 129 Franken. Wenn das ein Top-Titel wäre, dann wäre er vielleicht doppelt oder dreifach so teuer. Wie kommst du zu deiner Ware? Also, also nicht auf da? Durch Internet heutzutage. Durch Sammlungsaufkauf. Und ganz alles verraten ich natürlich hier nicht. Das ist immer so eine Sache. Wenn jemand auf dem Estrich etwas so findet, kann er sich an dich melden.
Und dann gibt es einen guten Preis und ein Aushand. Genau, so ist es. Sehr gerne. Gut, danke vielmals. Hey, das ist nicht Plastik, das ist Eisen oder Metall? Das ist richtig, ja. Metall, aber nicht scharf. Aber fast? Nein, es ist weit weg von scharf. Läuft das schon unter Waffen oder ist das noch ein Game? Alles, was ihr hier seht, läuft nicht unter Waffen. Ja, das ist frei erwerblich eigentlich. Der Besitzer und der Kauf ist ganz legal. Was sind das da genau für Utensilien? Das sind Schwerter, das sind Dekoschwerter. Eben, das sind, so wie es der Name sagt, rein für Dekoration. Es ist nicht zum Gebrauch da. Also mit denen sollte man nicht fuchteln, kämpfen oder so. Es ist wirklich zum Aufstellen, zum Sammeln. Ja. Von wo hast du deine Sachen? Es sieht ziemlich nach Raritäten aus, oder gibst du es einfach... Nein, also Raritäten sind es nicht. Wir sind Blankwaffenhersteller. Wir machen alles selber. Das ist der Onkel, der Schwertschmied ist. Er ist ein Familienunternehmen. Wir machen das schon relativ lang. Und da sehen wir verschiedene Sachen. Das sind zum Beispiel Replikas von Games, von Filmschwertern, von Anime, von Manga und Spiel. Also es sind ganz viele verschiedene Sachen eigentlich. Und jeder richtige Gamer hat bei sich irgend so etwas? Muss nicht unbedingt sein, kann aber. Genau, ein richtiger Fan kennt zum Beispiel das. Das ist das Masterschwert von Zelda, am Link's ist. Ja, nice to have. Wie teuer ist das so etwas? Was muss man da rechnen? Die Preise sind eigentlich ganz verschieden, je nach Qualität halt auch. Oder, ja. Ist ja handgefertigt, oder? Hast du gesagt, oder? Das ist richtig, ja. Das ist eine handgefertigte Version. Die ist jetzt bei 180 zum Beispiel. Es gibt zum Beispiel aber auch eine handgefertigte Version mit einer echten Schneide, also echte Klinge, handgefertigte Klinge. Aber die sind dann auch teurer. Warum ich doch also für Handarbeit 180? Also das ist durchaus noch ein Preis, oder? Ja, das ist richtig, ja. Soll sie auch noch erschwinglich sein eigentlich so. Und die Firma heisst? Wie? Wir sind von der Firma Jaws Brothers GmbH in Basel. Ja. Okay, gut, danke vielmals. Da haben wir noch ein paar Besucher. Hast du etwas Spezielles gesucht? Ja, eigentlich nicht unbedingt direkt. Ich habe einfach gehört, dass es das Gamebörse in Bern ist. Und da ich auch sehr viele Kindheitserinnerungen mit dem verbinde, habe ich einfach gedacht, ich muss echt schnell mal vorbeikommen und reinschauen. Und ja, man ist jetzt halt hier und man fühlt sich auch wirklich wie zurück in die 90er, wo kleine Kinder und die ganzen Erinnerungen kommen mir auf und ja, das ist halt schon cool hier. Also in dem Fall bist du kein aktiver Gamer mehr, sondern einfach nur so ein Retro-Gamer, so einer, der sich gerne zurückerinnert. Nein, ich bin schon aktiver Gamer. Was spielst du? Ich spiele hauptsächlich Adventure-Games, Rollenspiele halt hauptsächlich, aber natürlich auch halt die Rennen und Rennsimulatoren und halt die Shooter-Games, aber hauptsächlich wirklich so die klassischen Rollenspiele. Du auch? Ich bin der typische FIFA-Gamer. Was heisst das wieder? FIFA-Sucht, also ich spiele generell nur FIFA. Also ich spiele sonst auch Spiele zum Teil, also ab und zu so unter Freunden bin ich auch bereit für andere Spiele, aber so für mich ist wirklich das Hauptspiel FIFA. Du spielst eins und dafür gut und der spielt viel, dafür schlecht. Nein, er spielt eben, er spielt eben viel und dafür auch gut. Ah, ja, aber so. Ja, bei mir ist einfach die Sache, ich kann den Rest nicht so gut. Also ich bin so, bei den Shooter-Games kann man mich nicht brauchen. Okay, gut, dafür dann. Beim FIFA. Weiterhin viel Spass. Merci vielmals, gleichfalls. Dankeschön. So, das wäre unser Rundgang durch Gaming-Börsen in Bern. Wir hoffen, es hat euch Spass gemacht. Noch mehr Spass gibt es sicher beim Sauberspielen. Viel Vergnügen!